Der große Hafner ist ein 3076 Meter hoher, leicht vergletscherter Berg in der Ankogelgruppe an der Grenze zwischen Kärnten und Salzburg. Er ist die höchste Erhebung des Lungaus sowie der Hafnergruppe zwischen Katschtal, Maltertal und Murtal, jener Untergruppe der Ankogelgruppe, in der sich die östlichsten 3000er der Alpen befinden. Der Hauptgipfel bildet mit seinem Vorgipfel Kleiner Hafner oder Lanisch Hafner sowie dem östlich anschließenden Malteiner Sonnblick, Kleinem und Mittleren Sonnblick eine steile Wasserschneide zwischen den hier nah benachbarten Tälern der oberen Lieser und der tief eingeschnittenen Malta. Der Hafner selbst befindet sich an der Landesgrenze Kärnten-Salzburg, wo die Einzugsgebiete der zwei Drau-Nebenflüsse Lieser und Malta sowie der Mur zusammenstoßen. Nur 3 Kilometer nordwestlich kommt an der Nordflanke der Kölnbreinspitze auch noch jenes der Salzach hinzu, die die Alpen nur im Oberlauf nach Osten, dann jedoch nach Norden durchquert. Wegen dieser Besonderheit verläuft der Alpenhauptkamm hier zwar schroff, aber in relativ einheitlicher Höhe um die 3000 Meter und seine Übergänge liegen nur wenig tiefer, beispielsweise in der Wastelkarscharte, wo ein Weitwanderweg die hohen Tauern quert oder im Karschneideck. Der große Hafner wird üblicherweise von Süden bestiegen. Der Aufstieg von Norden ist Bergsteigern mit alpiner Erfahrung vorbehalten und der Steilhang trägt den entsprechenden Namen Wildes Wagendrischel K. Wir stellen euch den Anstieg von Norden bei frühwinterlichen Verhältnissen vor und nehmen euch ins wunderschöne Maltertal nach Kärnten im Abstieg mit. Viel Spaß mit diesem Video. Servus Leute, grüß euch, was geht? Schaut mal, da ist wunderschön, da oben ist ein schönes Gipfelkreuz. Da drüben steht die Zenze vom Berg, die ist von Kärnten. Da geht's nach Kärnten. Und da geht's nach Lungonien oben. Wir sind heute auf einem der östlichsten 3000er der Alpen, nämlich am großen Hafner. Wir sind gestartet in Mur, zum unteren Rotgüldensee, dann zum oberen Rotgüldensee und dann durch das nordseitige Wastelkar rauf. Und jetzt sind wir da in der Sonnenseite. Und dann gehen wir nach Kärnten oben und schauen, wie wir heimkommen. Genau. Das ist kein Schnee, das ist reif, weil es so kalt ist. Und darum kann das nur ein Ort sein in ganz Österreich. Das ist im Lungau, ich rutsche mit den Schuhen dahin. Das ist der Murreif! Ja, im gewaltigen Murtal. Da, wo es so steil ist, ist die Wastelkarscharte, oder was? Ja. Da gerade vorne. Ja. Wird steil, aber steil ist geil, hast du gesagt. So schaut's aus. Hafner 5 Stunden. Gewaltig. Der wunderschöne Rotgüldensee, der untere. Und da hinten ist die Rotgüldenseehütte. Eisig? Ja, wir sind auch im Lungau. Die Lungauer haben Eis auf die Zähne. Nein, aber das ist wirklich ein Juwel da herum, der Rotgüldensee. Für jeden auch einfach zum Erreichen. Da gehst du ungefähr eine Stunde rauf. Da offen sind jetzt ein paar so Seilversicherungen. Ein bisschen steiler geht es da dann hier. Oberer Rotgüldensee.
voll geil. Gehen wir da jetzt links oder rechts vorbei? Links und gerade führe da oben. Rauf in die Schwarten. Super. Ja, wunderschön ist da einfach beim oberen Rotgüldensee. Einfach ein Traum. Wollte die Tour ja eigentlich auch schon lang machen. 2015 das erste Mal. Schauen wir mal, ob es heute aufgeht. Verhältnisse werden sicher anspruchsvoll da rauf. Ich werde jetzt auch meine Handschuhe anziehen. Das ist geil. Perfekte Popbahn da oben. Da müssen wir uns mal hin zu Wastelschwarten. Da oben sieht man schon einen Eisfall, einen kleinen. Alles gegangen da. Gewaltig! Also so ein kurzer Kommentar im Vergleich zum Glocknerleitl ist das Hofnerleitl ja doch ein bisschen größer und länger. Leckarsch. Und nicht so frequentiert. Ja, kein Bergführerspur rein. Ja, also jetzt also auf der Kamera kommst du schon um, das darf dann schon fast 45 sein. Naja. Schon steil. Steil ist geil, sogar. Ja, es wird einem nichts geschenkt, da. Ja. Also das Hofner Leitl, das ist echt lang. Ja. Und schattig ist da auch. Und ganz ehrlich, bei den Kärntner. Da scheint sicher zu tun. Da scheint Sonne und geschenkt kriegst du nichts. Nein, aber das ist ein Lungauer Berg. Nein. Nicht? Wenn du da fliegst, da landest du ganz unten, wo die Rinne ausläuft. Genau, einen Ausläufer machst du dann. Ja, da landest du nachher genau im Lawinenkegel. Voll gut. So grausig. Don't eat yellow snow. Einmal. Der hat irgendwas. Das schaut nicht so gesund aus. Das schaut nicht gesund aus. Das schaut nicht gesund aus. Ein Bühlerhaken.
Hey, Kommentar. Mein Kommentar, wir sind bald da. Gewaltig. Na, und war cool. Ja. Da geht es ein bisschen abschüssig um, wie man sieht. Schatten. Lungau. In Kärnten scheint die Sonne. Jawohl. Schaut euch die Sonne. Jetzt einmal eine Dere, so schaut es aus. Gewaltig. Also, falls ich es noch nicht gesagt habe, wir sind da jetzt in der Wastelkalschwarten vorbei und jetzt betreten wir Kärntner Hoheitsgebiet. Da kenne ich mich nicht aus, aber da hinter mir ist eh so eine Karawankenbusse, die zeigt mir nachher, wie es auf den Gipfel geht. Schön ist da. Wunderschön. Dass die Skitourensaison losgeht. Ja. Na, eigentlich der Gradführer. Das hier hin auf dem Grat. Ja. Wenn man uns denkt, wir machen ein Abenteuer draus und gehen da so ein Rinder laufen. Ja. Ein Eisrind. So geil. Sag ich nur. Jetzt habe ich extra meine Stecken dabei, weil ich eine Alm- und Wiesenwanderung machen wollte. Und du jagst mich da. Irgendein Hoffner eigener Nordwand auf. Ja, irgendwer muss dich ja fordern. Ja, echt erst. Oh. Wenn es schon nicht der Lindy ist. Lindy! Die Spuren gehen da nicht auf, oder? Nein.
gewaltig geht's da her. Ja, da durch die Rinn, durch die Flanke sind wir jetzt raufgekommen, ursprünglich von da ganz hinten, von der Wastelkarschalten, als Sommer gehört. Und jetzt sind wir am Grat Normalweg. Halleluja! Ja, also da wirst du schlagen da herum. Da hinten um geht es in die Glocknergruppen, hoch am Spitz, an Kogelgruppen, da hinten. Da ist die Bianca mit dem pinken Pixel. Da geht es raus ins Kärntner Nebelmeer. Da oben geht es ins Böllertal, oder? Ja. Ja, gewaltig, wie ich mich da auskenne. Und da vorne ist der Hafner, da gehen wir jetzt hinauf. Sehr schön! Also ich glaube, das Schiedl auf dem Hafner ist gar nicht so einfach. Du musst ein guter Slalomfahrer sein, wenn du da so schaust, dass du da durchkommst. Ja, da sieht man jetzt eigentlich ganz gut, dass das noch vergletschert ist. Immer ein Wastelkarkäse, aber da seht ihr die Spalten, die zublosen sind. Und der Grat da rauf ist echt einfach. Seht ihr sie? Das ist abartig. Ein Hatscher in der Nähe. Aber jetzt da vorne Gipfelkreuz und Gipfel. Sehr gut. Da sieht man jetzt noch oben von draußen vom Rotgüldensee vom Unteren gestartet und rauf zum Oberen und nachher die steile Flanke da drüben rauf, die Schneeflanken zu Wastelkarschalten. Jetzt sind wir am gewaltigen Gipfel herum, vom gewaltigen Hafner. Brutal. So ein Hartschau. Ja, und da sieht man auch, warum das im Lungauerberg kalt ist, weil es so schattig ist. Ganz draußen gestartet, da rauf. Ja, da sieht man auch, warum das die Bianca so braun ist, weil es eine Kärntnerin ist. Ja genau, da scheint immer das die Sonne. Da scheint immer die Sonne. Genau. Aber ich glaube, im Klagenfurter Becken, oder? Das ist das. Ja, ist komplett dicht. Ein Nebelmeer. Ein gewaltiges. Nur im Liesertal ist offen, wie es ausschaut. Ja. Sehr schön, dann werden wir mal eine Gipfelpause machen. Kalt ist da herum, darum gehen wir euch ins Maltertal. Oh, das ist wunderschön. Nachher, wo wir unten sind. Putzfinster, da kommt der Putzwald daher. Ja, wir sind eben vorher da drüben hergekommen, Wastelkarschalten. Wir gehen jetzt da vier, dann links oben raus ins Maltertal. Da ist jetzt sogar eine Seilversicherung, eine blaue. Eine schöne blaue Seilversicherung. In Kärnten ist alles blau, ja. Normalerweise sind wir da raufgekommen von der Wastelkarschalten. Ja. Wir sind ungefähr 100 Meter weiter oben am Grat rausgekommen. Am Grat durch eine Rinn. Genau, durch eine gewaltiges Rinn rein.
Oh, mein Handy tut schon wieder bimmeln. Das sind die Stories, was die Bianca gemacht hat. Ich bin nämlich die Story Bianca. Die tut aber Geschichten erzählen. Ja. Kann ich gut. Ja. Wild! Vogelwild! Ja, da oben, der Hafen, da waren wir. Abstieg zeige ich jetzt einfach nur noch ein paar Impressionen raus Richtung Münchner Hütten. War einfach ein Wanderweg. Wunderschön. Jetzt wird es nochmal richtig steil. Ah, Schlüsselstöhl. Wald. Sind da in Kärnten im Wald eigentlich auch böse Hexen? Ja. Muss aufpassen, die sind schon gefährlich. Haben wir die so rote Haare wie du? Ja, genau. Ich glaube, vor mir rennt eine böse Hexe. Kalt ist der im Lungal. Ich sag das. Ja. Kalt ist. Da gefriert sogar beim Brunnen die Nisse ein. Ja. Also die Schlusssequenz von der Überschreitung Großer Hafner vom Lungau ins Maltertal nach Kärnten um mich ist leider nichts geworden. Jetzt mache ich es noch einmal. Am nächsten Tag, wunderschön ist gerade, ich mache gerade die Wurmwandüberschreitung, zumindest versuche ich es. Die ist da hinten. Das ist eine alpine Kraxelei im zweiten Schwierigkeitsgrad. Ich nehme das Video für euch auf, für alle, die so oft schon gefragt haben, ja, was für eine einfache Klettertouren kannst du empfehlen, wo man das Ausgesetzte trainieren kann, wo man im leichten Schwierigkeitsgrad klettern trainieren kann, und das ist genauso eine Tour. Also wer das nicht verpassen will, unbedingt hirzern, den Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn die Wurmwand online geht. Ja, und zur Überschreitung, mal sagen, aus der Mur ist es schon sehr anspruchsvoll, vor allem wenn der Schnee drinnen liegt. Aber aus meiner persönlichen Sicht ist es wesentlich angenehmer, das Wastelkar im Schnee aufzugehen, weil das ist sonst einfach so eine Schutthalde über einige hundert Höhenmeter, und ich stelle mir das extrem anstrengend vor, in dem Schotter da aufzugehen und auch gegebenenfalls wieder runtergehen zu müssen. Das ist, glaube ich, ein Schritt vier, zwei Schritte zurück. Allerdings, wenn du das bei solchen Verhältnissen wie wir machst, da darf da kein Fehler passieren. Wenn dir ein Fehler passiert, ein Steigeisen geht auf oder du rutschst aus, du verlierst den Halt, dann liegst du ganz unten beim oberen Rotgüldensee. Das musst du bewusst sein, und das sind 500 Höhenmeter oder so, also da ist dann Ende im Gelände. Das nächste, was du beachten musst, ist die Lawinensituation vor Ort. Wir haben das beobachtet. Ich war die letzten Tage auch schon viel unterwegs. Ich war in der Nordseite unterwegs. Ich war in die hohen Tauern unterwegs. Ich habe ganz genau gewusst, wie die Schneesituation ist. Und wir haben genau das vorgefunden, was wir erwartet haben. Einen gut gesetzten, einen harten Schnee mit einem Haarstecke, mit einem ordentlichen drauf. Das Ganze hat sich gut gesetzt. Wir haben kein Lawinen-Equipment dabei gehabt, weil einfach die Absturzgefahr viel größer gewesen ist wie die Lawinensituation. Ja, und bist du einmal oben in der Wastelkar-Scharten, da musst du nachher echt ziemlich weit umqueren. Das ist auch wieder so ein Thema, warum ich kein GPS zur Verfügung stelle. Die Bianca und ich haben einen Ring gesehen, die war kombiniert mit ein bisschen Eiskletterei sogar drinnen.
wenn ich da ein GPS zur Verfügung stelle, die Rinn hat 50 Grad gehabt, da war es kombiniert zum Klettern, Steinschlag, Gefahr ist da drinnen gewesen. Ich will nicht, dass da irgendwer nachrennt. Also Leitl, bitte habt da Verständnis dafür, dass ich kein GPS zur Verfügung stelle. Ich muss das immer wieder mal sagen, weil ich auf Insta angeschrieben werde, weil auf YouTube Kommentare kommen, ja, die Leute wollen die Touren planen. Ja, plant es nicht nach mir, ihr kriegt bei mir einen guten Einblick zu Touren, aber geht die Touren nicht blindlings nach, und genau deswegen gebe ich keine GPS-Tracks her, weil ich die Befürchtung habe, dass da der ein oder andere dabei ist, der einfach einen GPS-Track verwendet und dem hinten nachrennt. Es ist auch gestern in den Nachrichten sowas gewesen, da sind vier Studentinnen und Studenten eine Nordkante gegangen im 6 plus Grad. Im Bericht drinnen ist gestanden, teilweise mit miserabler Ausrüstung, und da muss ich einfach sagen, nein, ich will sicherlich keine Verantwortung für solche Leute übernehmen. Ich bin froh, dass die Leute wieder gut runtergekommen sind, dass ihnen nichts passiert ist, außer die kalte Biwaknacht, aber es gibt von mir da keine GPS-Tracks. Ja, dann zum Aufstieg am Grat auf dem Hafner, da ist dann eigentlich nichts mehr dabei, wenn du das übers Wastelkar aufgeschafft hast, dann schaffst du es auf dem Hafen auf auch. Allerdings, der ist links und rechts doch relativ ausgesetzt, also ausrutschen oder so ist da auch nicht drinnen. Und dann der Abstieg ins Maltertal, muss ich sagen, der zirkt sich elendig. Also wir sind bis zur Gmündner Hütten gegangen. Das sind 1800 Höhenmeter im Abstieg und echt sehr, sehr viele Kilometer. Das zirkt sich. Da war die Katowice hinten ein guter Stützpunkt. Man braucht da aber auch zwei Autos: ein Auto in der Mur und ein Auto eben auf der Hochalmstraße. Wir haben uns gut gekriegt, das ist gut gegangen. Ansonsten, der Abstieg ins Maltertal, der ist einfach lang, er ist landschaftlich schön, aber ich würde mir es persönlich nicht antun, den Hafner, ja, aus dem Maltertal anzugehen, das war mir persönlich einfach ein zu langer Hatscher. Wer aber jetzt einen einfachen 3000er machen will, dem kann ich den Hafner aus dem Maltertal definitiv empfehlen. Der geht auf die Kondition, sind 1800 Höhenmeter und eine ziemlich lange Wegstrecke. Klettertechnisch ist da echt nicht viel dabei. Das, was trabig ist, sage ich jetzt einmal, ist seilversichert. Also ein richtig einfacher 3000er, der allerdings, wie gesagt, auf die Kondition geht. Ich hoffe, das Resümee war umfangreich genug. Wenn Fragen offen sind, unten eine in die Kommentare. Bewertet das Video, gebt einmal einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert, wie gesagt, den Kanal, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, denn es kommen laufend neue Videos aus den Bergen dazu. Ich werde auch, wie gesagt, in den nächsten Monaten von der Videoanzahl ein bisschen weniger veröffentlichen. Für die Community-Mitglieder sind aber, wie gesagt, sehr viele Videos bereits im Vorfeld abrufbar. Also wenn ihr im Vorfeld werbefrei Zugriff drauf haben wollt und das anschauen wollt, bevor es ein paar Wochen später dann online geht, dann schaut unbedingt einmal rein in den Join-Button, Community-Mitglied werden. Vielleicht ist das ein interessantes Angebot für euch. In dem Sinn, bergheil, bleibt's geil, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch, habe die Ehre!